Moin. Letztes Mal war Kaban unterwegs, von wegen hier, lass mal mit diesem Billig-Motorrad-Club quatschen, zusammen mit Misha, weil da irgendwas ist. Und dann waren die aber alle tot. Und dann musste Kaban sich schon wieder ein bisschen verwemsen lassen und sich schon wieder die Welt erklären lassen, wie das halt so ist. Und heute kehren wir wieder ein Stück weit zu unseren Ursprüngen zurück. Viel Spaß und bleibt geil. Jutti. Also, ja, fahr da hin. Wie möchtest du denn die Drohnen einsammeln? Wie sieht denn da so der generelle Dings aus? Ich will Weil erstmal. Der Hacker wird vermutlich nur gucken, ob irgendwas in der Nähe ist, was schon zufällig, unauffällig in der Welt wäre schon, ne? Die Peripherie abklären. Ich würde halt quasi auch erstmal gucken, ob überhaupt jemand das sieht. Ja, und wie groß so sind die halt Dinger? Die normalen Leute, die da so sind. Na, so ein Viertelbierkasten. Die größten. Also ein Träger. Ein bisschen größer als ein Träger. Ein Träger ist doch größer als ein Viertelbierkasten, oder? Ein Träger sind vier Kisten. Träger. Genau. Und in einer Kiste sind 24. Also ist das ein Viertel. Ja, aber der ist ja noch, das ist ja auch egal, weil, nee, es ist völlig irrelevant. Ungefähr. Ja, ist ein bisschen größer. Und dann sind die ja noch zerschellt. Ja, dann nehme ich mir halt gerade. Das ist natürlich nur die relevanten Teile mit, von daher ist es nicht so viel. Das ist ganz einfach. Ich nehme mir gerade einen dicken Müllbeutel. Und einen Störsender. Und dann gehen die Dinger halt, ne, wandern die einfach in meinen Müllbeutel und dann gehe ich wieder ins Auto und, richte den Störsender da drauf. Okay. Dude, passt. Dann fahren wir, dann resetten wir alles, dann fahren wir nochmal ein bisschen im Kreis und dann fahren wir zurück. Dude. So, eine Drohne ist leider zu schrottiger Schrott. Okay, hab was. Okay. Okay. Ich meine, es hat einen Hacker, den werde ich jetzt nicht versuchen, irgendwie sinnlos zurückzuverfolgen. Das ist jemand, der sich nicht ganz dumm anstellt. Persona kenne ich auch nicht. Ah, da. So. Straßenname. Warte, ich sende dir auf deinen Com-Link. Okay. Und der Hacker war das, oder was? Ziemlich sicher. Okay, gut, dann gebe ich das mal Jojo weiter und dann vielleicht finden wir ja was raus. Ja, ich würde auch mal gucken, ob ich irgendwas, aber ich... Ja, wäre vielleicht ganz interessant zu wissen, für wen ihr gearbeitet habt. Ich guck mal, ich guck mal passiv. Richtig. Okay. Auf, zurück nach Haus. Auf. Fahr mal in der Nähe Bereschnikow vorbei. Okay. Danke. Ich tue, wie er mir heißt, quasi. Sehr gut. Na, dann seid ihr irgendwann wieder zu Hause. Supi. Ist jetzt gerade an dem Puff vorbei? Bin ich einfach nur am Puff vorbeigefahren? Dr. Bereschnikow? Ja, an der Filiale in Moskau. Destiny hat dir bestimmt gewunken. Leider konnte Destiny nie sehen, wer in diesem Auto sitzt. Das spielt ja keine Rolle. Nee. Destiny hat Stil, die ist drin und tanzt. Oh, geil. Super. Ich mache übrigens meinen Comlink wieder sauber von dem ganzen Dr. Bereschnikow-Scheiß. Tatsächlich sind ja die Updates, die in letzter Zeit kamen, die haben wohl langsam gegriffen. Man hat ab und zu mal noch Spam, aber das ist halt Spam, wo man denkt, okay, der hat mir jetzt keine Viren mit aufgebracht. Yay. Das ist schon mal gut. Hui. Juli, dann gehe ich direkt nach Jojo. Jo, du findest die. Aloha. Hi. Wir konnten doch wahrlich einen Straßennamen raus extrahieren aus dem ganzen Krams.
Will ich den hören oder will ich den nicht hören? Ich denke, du willst ihn hören. Alles klar. Dann hau mal raus. Trash. Ach, deine ganz spezielle Freundin. Meine ganz spezielle Freundin? Ja, ich kann mich da an eine handgreifliche Auseinandersetzung erinnern, die ihr beiden hattet. Du hast ziemlich schlecht ausgesehen dabei. Und an ziemlich viele schöne Bierabende, hallo? Mit dir hat er sich schon gut verstanden. Das stimmt, ja. War das? Ach so, ich habe den nur unter ich habe den hier mir falsch aufgeschrieben. Der hat ja inzwischen einen richtigen Namen. Richtig, aber den hatte ich mir noch nicht aufgeschrieben. Deswegen war ich gerade so. Ist manchmal von Vorteil. Deswegen war ich auch gerade so, okay, Namen sagt mir nichts, alles easy. Na dann. Frage, ob ihr uns was erzählt, wahrscheinlich nicht. Aber probieren können wir es trotzdem. Denk auch nicht. Aber da wissen wir schon mal, wie man sich eventuell wenden kann. Ich muss jetzt nochmal den Spielleiter fragen. Man hat ja jetzt so langsam aber sicher so ein bisschen mitgekriegt, wie das lief in der Brennerei. Es ist ja jetzt eine sehr spezielle Situation. Nämlich jemand anders ist quasi in Anführungsstrichen darauf angesetzt, etwas über den Job von einem anderen Brennereimitglied rauszukriegen. In Anführungsstrichen. Wie wird da sowas gehandhabt? Weil verraten tun die sich ja eigentlich nicht gegenseitig. Naja. Ich sag mal so. Wenn, je nachdem, um was es da geht, hat man sich schon mal auch danach ordentlich in die Pfanne gehauen und hat danach vielleicht sich auch mal umgebracht. Und wenn man denen nichts nachweisen konnte oder der Getötete nicht viele Freunde hatte, ist da nicht hundertprozentig mega viel passiert. Okay. Die Brennerei ist ein Rahmen, wo man schon noch trotzdem aufpassen muss. Und wo die Johnsons vor allen Dingen einigermaßen abgeklärt sind, die dort ankommen oder darüber ankommen. Und wo du dir Leute, wo du ein Netzwerk hast, aber es ist jetzt nicht, dass sie nicht auch mal unhöflich zueinander sind. Okay. Juti, die wird wahrscheinlich nicht sagen, von wem sie bezahlt wurde, es sei denn, wir bieten ihr mehr. Oder sie macht's gar nicht. Ich weiß nicht, du hast mehr mit ihr zu tun gehabt, als ich weiß nicht, wie loyal die ist. Was für ein Eindruck hatte sie? Na, da müsstest du mal kurz Menschenkenntnis werfen. Intuition, oh. Charisma ist das ja. Intuition, Charisma, ich bin hier richtig gut. Das sind 7, das ist schon okay. 7? Oh. Ja, also die ist, Kabanische Menschenkenntnis. Die ist, vollständig loyal. Also die, ich glaube nicht, dass sie irgendwas verraten wird. Warte mal, du hast ihren Erfolg. Das stimmt doch ja nicht, was du hier erzählst. Ja, pff, das war einfach verraten. Das war eine 50-50 Chance. Die verkackt sie es jetzt nicht aus jedem erdenklichen Grund mit irgendwelchen Leuten, die sie bezahlt haben. Also sie ist loyal. Los, rein. Das ist nicht das Gleiche. Sie verkackt das nicht mit sich, mit blablabla, ja. Okay. Loyal heißt ja auch, du stehst ein Stück weit aus Überzeugung zu jemandem. Das ist ja ein anderes Motiv als ich will nur nicht Ärger kriegen. Sinnvollerweise. Das ist der Unterschied zu, ich will keinen Ärger kriegen, zu, mir ist daran gelegen, mein Wort zu halten. Genau. Ja, ihr habt ja recht. Das ist das, was man auch gemeinhin als Krümelkackerei bezeichnet. Da bin ich ja quasi, da bin ich ja Professor. Juti, das heißt, wir haben vielleicht sogar eine Chance. Maybe. Wenn wir ihr eröffnen können, dass sie vielleicht, dass es nicht weitergeht, dass man nicht weiß, dass sie es verraten hat und so weiter und so fort, dass sie keinen Ärger kriegt, alles gut, glaube ich.
So. Das Ding ist, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Traust du dir zu, dieses Gespräch mit ihr alleine zu führen? Denn du kannst einfach, du hast viel mehr mit ihr zu tun gehabt als ich. Ja, ich denke, das kriege ich hin. Ansonsten, Okay. was wäre die andere Möglichkeit? Die andere Möglichkeit ist, ich setze mich mit dazu und führe das Gespräch selbst auf die Gefahr hin, dass das schwieriger wird. Das Ding ist, du kannst ihr keine großen Zugeständnisse machen, irgendwie von Seiten der Gang, das ist klar. Ja, ich bin ja, ich habe ja keinen Rang und Namen halt. Das ist auch erstmal nichts, wo klar wird, dass wir das in eigener Sache machen. Verstehst du, was ich meine? Das ist keine Gang-Sache offiziell in der Brennerei. Kriegen wir hin. Wenn das eines ihrer Dingens ist, dass wir ihr gegebenenfalls mal irgendwie einen Unterschlupf besorgen oder irgendwie sowas, das ist eine Art Service, den wir ihr als Gegendingens leisten können. Das ist okay. Aber es ist klar, dass das keine Gang-Sache ist. Das heißt, du redest nicht von wir als Gang, sondern von du oder beziehungsweise du und ich. Klar? Okay, das ist wichtig. Ist wirklich wichtig. Ja, ich denke, das kriege ich hin. Okay. Wie gesagt, da keine Zugest also wir können ihr gegebenenfalls irgendwie mal Schutz gewähren oder sowas, das ist alles okay. Aber das ist was, wo du dann vorher ganz klar sagen musst, du musst erfragen, Dich ob fragen, ja. einfach erstmal abklären, ob das okay ist, weißt du? Weil es tatsächlich in dem Fall dann auch so aussieht, als wäre das eine Angelegenheit, die eine ganz normale Bezahlung darstellt und nichts ist, was wir ihr versprechen im Gegenzug, weil es unsere Angelegenheit ist. Weißt du, was ich meine? Okay, also es ist wie, als drücken wir ihr ein paar Nuyen in die Hand, einfach um das zu wissen, irgendwie. Ja, ich glaube, ich krieg das hin. Im Zweifel musst du halt erstmal deinen Boss fragen, ob der sowas überhaupt machen würde oder irgendwie sowas in der Art, weißt du? Ich glaube, das kriege ich hin. Alles klar. Genau, das wäre, glaube ich, wichtig. Weil, wie gesagt, du kennst sie besser als ich. Ich kenne sie einfach nicht so gut. Ich habe ein paar Mal mit Ja, ihr gequatscht. ich hab ein paar Mal mit ihr gesoffen, aber das war auch irgendwie, Ja, naja. aber du hast ein paar Mal mit ihr gesoffen, das reicht ja schon. Du hast ja öfter mit ihr Eben. zusammengesessen. Du warst ja die letzten paar Monate beschäftigt. Stimmt. Ich war auch seitdem schon mal wieder da, so ist es nicht. Also, Ja, aber gut, ich war in den letzten Monaten auch nicht so häufig da, aber quasi fast nie. irgendjemand hat mich ja auf Trab gehalten. Stimmt. Aber ihr seid ja, wie lange seid ihr jetzt eigentlich schon da drin? Ewig, ne? Ja. Da hast du ja auch schon vor deiner Prostzeit dort ab und zu mal was mit ihr gemacht, glaube ich. Schon. Cutie. Dann halte ich mich mal an die Infobroker. Ich nehme an, ein paar kenne ich. Außer dem Kalifen, der war ja auch Infobroker, wenn ich richtig informiert bin. Na, warte mal kurz. Einzelpersonenbrennerei. Ist ein Büchsenmacher ein Infobroker? Nicht der Infobroker, den wir brauchen. Ja, wobei Sicherheit. Ah, oh, doch, einer. Infobroking Showbusiness. Das willst du haben, ja? Nee. Oh, dann, dann vielleicht Agathe. Wäre eine Möglichkeit. Ich habe hier auch keine Infobroker, Alter. Warte mal kurz. Was war denn mit dem Kalifen? Der war doch Infobroker.
Da ist ja keine Einzelperson, warte mal. Das Okay. Kalifat. So. Der, ja. Ja, der. Team Seek and Employ hat niemanden dabei, nein. Und die Polenböller auch nicht. Ansonsten hättest du noch das Fatze. Aber dessen einzige Unterredung mit dir war ja nicht hundertprozentig entspannt. Nicht wirklich. Aber bei dem weiß ich auch zu wenig. Das stimmt. Das heißt, es wäre auch nicht die erste Person, die ich fragen würde. Es sei denn, mich verweist jemand an ihn. Nee, warte mal, der von dem, was du mitgekriegt hast, wirkt der auch eher wie High Society Face. Okay. Lese ich gerade. Na, das heißt nicht unbedingt, dass er nicht vielleicht rauskriegen könnte, wer diese Viecher gekauft hat, weil das ist ja schon eher. Ne? Aber muss nicht sein, also es ist eher mal. Ist ja jetzt erstmal Wurst, so. Sie. Wir fahren erstmal dorthin. Gut, ihr kommt an. Man dreht so die übliche Hallo-Runde. Passt. Was? Passt. Okay, passt. Ist denn Trash da? Da müsstest du mir mal kurz Edge-Pröbelchen geben. Mit Edge-Probe meine ich, ich mach das weiter. Leider nicht. Ich hab doch nicht mehr als ein Edge, oder? Ja, hast du, aber ich hab mich von der Edge-Probe zu, ich werfe einfach ein W6 und hoch ist gut und niedrig ist schlecht unentschieden. Ah, dann ist eins sehr schlecht, ja, da hast du recht. Aber du kannst sie vielleicht anrufen. Oder über den Typen anrufen. Oder ihr über den Typen Bescheid sagen, dass das, ne? Dass da Redebedarf besteht. Genau. Dann gehe ich doch mal in die Bar. Was soll's denn sein? Ich würde ja gerne 2 Bier bestellen, aber Trash ist ja gar nicht da. Nee, die ist nicht da. Kannst du, weißt du, wann die wiederkommt? Bin ich ihre Mutti, Alter? Keine Ahnung, hätte das sein können. Nee, bin ich nicht. Ach so, ah! Wie dringend ist es denn? Es geht, ist nicht sonderlich. Jo, ich gebe ja mal weiter. Thanks. Dann bezahle ich 2 Bier und eins ist quasi für das nächste Mal, wenn sie da ist. Und ich noch nicht da bin. Ist vermerkt. Sehr gut. Beziehungsweise, Jojo, trinkt Jojo schon wieder Bier? Nein. Dann Cola oder was trinkt sie in letzter Zeit? Cola trinkt sie jetzt wieder, ja. Ja, dann natürlich hole ich noch eine Cola und aber die gibt's nur draußen. Da gibt's sie nur mit Schuss. Aha. Die holt sie sich selbst. Ja, ist gut. Ihr dürft dort auch Getränke mit reinbringen. Sie kann sich auch eine Cola-Flasche mitgebracht haben und zur Waage dann sagen, gib mich mal ein Glas. Dann hat sie das gemacht. Easy. Gut. Ja, ich kenne das ja, wie Jojo hier rumrennt, also von daher. Naja. Ja, dann, komm ich halt mit dem Bier wieder zu ihr. Jojo, Trash ist nicht da, aber ich krieg Info, wenn sie wieder da ist, beziehungsweise sie kriegt Info, dass ich mit ihr reden möchte. Ja gut, das muss aber nicht zwingend heute passieren, ne? Nö, eben, das habe ich auch gesagt. Alles easy. Na gut. Hat Jojo denn irgendwie hier jemanden gesichtet, der dir weiterhelfen kann, oder ist keiner da? Eigentlich sind wir alleine, wa? Ich sag ja, mal so. Wir sind alleine. Was soll denn das jetzt? Der Donga ist da. Das ist so ein Chinese, von dem du weißt, dass er beim Kalifen mit bei ist.
Judy. Dann war der, wusste Jojo, was der macht? Ist der auch Infobroker oder ist der nur? Naja, das gesamte Kalifat an sich ist ja eher ein Infobroking-Zusammenschluss. Okay, das würde mir auch weiterhelfen. Dann wendet sie sich an den, dann muss sie nicht direkt mit dem Kalifen sprechen. Das ist ja, glaube ich, nicht so ein Anführerding da, oder? Ist es das doch? Weißt du nicht. Wird sich schon rausstellen. Okay. Dann geht Jojo zu ihm hin. Kaban geht an den Flipperautomaten. Sehr gut. Sitzt er da irgendwo oder sieht er so aus, als ob er seine Ruhe haben will? Dann wäre er nicht da. Das stimmt nämlich. Nee, der hat gerade mit jemandem gequatscht, der gegangen ist. Okay. Hi. Moin. Ich habe ein Anliegen und ich glaube, du, Schrägstrich, ihr könnt mir da vielleicht weiterhelfen. Er Dann sehen. betätigt den White Noise Generator unterm Tisch. Nee, offen Tisch, das kann man ja alles offen zeichnen. Ja. So, passend auf. Inwiefern habt ihr Kontakte bezüglich Evo Sicherheits, bezüglich Evo Sicherheitsfirmen beziehungsweise Evo Sicherheitstechnik, Evo Sicherheitsstuff oder Möglichkeiten? Petrowski geht, Paraschild ist schlecht. Oti, was ist Petrowski? Petrowski Security ist das, wo auch die ganzen Kritter von Evo gebaut werden. Okay. Petrowski geht, das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, um die geht es letztendlich. Habt ihr auch Möglichkeiten rauszufinden, wer zu bestimmten Zeitpunkten da was erstanden hat? In welcher Filiale? Das weiß ich nicht. Ach so. Da wird schwer. Wird schwer, aber möglich. Kommt ein bisschen drauf an, was. Critter. So aller Welts Scheiß. Nee, was Spezielles. Aber nicht so ein Top Secret SOTA Kram. OT, waren die Top Secret, die Viecher? Nee, waren sie nicht, ne? Na, du hast vor uns nachgeguckt, wie sie hießen und wie teuer sie sind. Stimmt. Nee, Top Secret ist nicht. Na, in Moskau könnte vielleicht gehen, aber sonst wird echt hart. Nee, geht wahrscheinlich um Moskau. So, also es ist möglich, dass die Biester entweder geklaut worden sind oder gekauft. Das weiß ich eben nicht. Na, aber geklaut haben wir keine Chance. Geklaut habt ihr keine Chance, okay. Gut. Aber ihr werdet bereit, es zu versuchen. Du, ihr, keine Ahnung. Wofür wurden die denn benutzt? Für einen Mord. Na gut. Wir würden uns die ganze Sache, wenn du uns noch ein paar Infos gibst, genauer angucken. Und wenn wir feststellen, dass das nicht der Mord an fucking Butterblume war oder was weiß icke, dann können wir das machen. Und wenn das nicht Kritter sind, die einfach nicht aufzufinden sind. Also wir würden erstmal quasi, wir würden uns das angucken und dir einen Kostenvoranschlag geben.
Alles klar. Machen wir so. Na, dann reich mal rüber. Jojo. Moment. Ja, sie gibt dem. Es reicht ja, dem ein Bild zu geben. Na, du musst ihm nur den Namen der Viecher geben und die Ja. Anzahl. Genau. Die Ja. sagt irgendwie, warte, was war das? Evo, bla, keine Ahnung, hab's vergessen. Chinchilla. Nichtletales Verteidigungssystem Chinchilla, Junge. Genau, 4 Stück. Waren's 4? Es waren 4, ne? Ja. Okay, ach so, Zeitraum diesen Monat. Ja. Okay, gucken wir uns um. Kann auch nicht lange her sein. Die Viecher waren noch am Leben, aber fast verhungert. Keine Ahnung, wie lange die ohne Futter auskommen. Nur so als, um das einzugrenzen. Okay. Jutti. Sie gibt ihm eine Kontakt. Ah nee, der Kalif hatte ja ihre Nummer. Ja. Ah, der Kalif hat meine Nummer. Das weiß ich. Ach so, gut. Ist gut, keine Ahnung. Hast ja keine Angst, wir kennen uns aus. Alles klar. Wir melden uns. Cutie. Ja, dann würde das Ding ausmachen, sein Zeug austrinken und dann würde er gehen. Ja, Und dann hörst du Kaban fluchen. Fuck, fast geschafft, Mann! sie klopft auch zweimal kurz auf den Tisch, so mit der flachen Hand, wie man es halt macht, gesteht auf und geht. Barkeeper kommt zu Kaban. Sag mal, Frischling. Jo. Zwiebel meint, da wäre da schon noch was aus. ja, das ist richtig. Jetzt bist du einfach hier und hast ja nicht Bescheid gesagt. Ja, sie ist ja nicht hier. Da müssen wir mal einen Termin festmachen. Puh. Ich guck mal kurz, was sagen denn meine Prospektpflichten? Passt schon. Ja, dann mache ich mit ihm Termin quasi. Na Grüße. gut. Dann würde er das schön über einen Projektor an irgendeine Wand werfen. Das sind ja manchmal Veranstaltungen und das wird dann auch in der Großveranstaltung. Super. Wettsaufen Frischling gegen Zwiebel. Sehr schön. Nur Wodka. Jeweils ein Saftglas pro Runde. Wer umfällt, nee, wer vom Tisch fällt, sich einpisst, kotzt oder nicht mehr saufen will, hat verloren. Kotzen ist Cheaten und Cheaten ist verloren, jo. Und dann noch zwei Zeilen drunter, quasi die AGB, wer abkackt, wird angemalt. Sehr gut. Ja, super. Das wird doch witzig. Mann, hier, siehst du das? Kann man's glauben? 150 Punkte. Scheiß. Und dann versiebe ich den Ball. Weil du zu unentspannt bist. 100! Das ärgert ihn doch. Das ärgert mich doch. Ich hätte nur noch hier diese Kombi schaffen Sollen müssen. wir noch mal in Donskoi vorbeifahren? Ne, wieso? Damit du wieder runterkommst. Nee, ist doch alles easy, aber ist doch. Ihr habt Witz gemacht. Ja, ist alles gut. Ha, 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 ha. Aber das war so knapp. Mann, Das Mann, Mann, ist okay. ich brauch einen Reflexbooster oder sowas. Ganz bestimmt solltest du das tun. Du bist ein wandelndes schwarzes Loch. Ach. So schlimm kann das gar nicht sein. Sag das nicht. So schlimm sieht doch noch gar nicht aus, oder? Also, ich sag mal so, dich zusammenzuflicken fällt mir ziemlich schwer. Dann musst du halt noch lernen weiter, wie man das besser macht. So. Guck nicht so böse.
Ich gucke nicht böse, aber bei dir ist es schwieriger als Vlad, als bei Vlad, und der hat nicht mal normale Haut. Ah. Was, Ach, das muss. Es ist auch schwieriger als bei Paulina. Die haben wahrscheinlich das gute Zeug drin. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, so ein Reflexbooster wäre schon ziemlich cool. Reflexbooster, ey. Sicher. Springst du ja noch schneller auf alles los. Dafür ist es ja da. Ach so, okay, das habe ich kurz vergessen. Das war Sinn und Zweck der Übung. Alles klar. Weiß doch. Schneller, härter, böser. Das stimmt. Na gut, wird ja heute nichts mehr, glaube ich. Ich habe mein Gespräch geführt. Jetzt muss ich warten, bis ich einen Anruf kriege. Erstmal. Und dann gucke ich weiter. Wie du siehst, habe ich einen wichtigen Termin. Ja, ich werde das filmen. Na, werde ich nicht. Hier drin filmen ist uncool. Genau. Aber ich möchte gerne. Das Wichtige ist nur, dass also ich werde danach relativ betrunken sein. Ich werde zwar nicht sein, der verliert, aber... Du meinst, ich muss dazu in der Lage sein, dich ins Auto zu buxieren und zurückzufahren? Das wäre vielleicht sinnvoll. Denn ich weiß nicht, ob ich danach noch viel stehen, lange stehen kann. Okay. Ich werde dir vorher eine Kotztüte um den Mund schnallen. Und eine Windel anziehen. Nee. Das geht ja nicht. Wie steht denn da? Ich weiß nicht. Ich fände das schon irgendwie lustig, dich in Windeln mit Rassel irgendwie dahin gehen zu lassen. Nein. Und Schleifchen um die Hauer. Ich bin zwar Prospect und du kannst viel mit mir machen, aber ich bitte darum, dass du das nicht mit mir tust. Ah, du hast es gelernt. Dafür werde ich es nicht machen. Er verdreht einmal die Augen. Wollen wir denn los? Sie grinst und klopft ihm auf den Oberarm. Auf die Schulter kommt sie nicht, das ist zu hoch. Ich weiß. Ja, komm, wir können los. Gut, ihr fahrt zurück. Ist nichts Besonderes los, außer dass sich der Koreaner die Seele aus dem Leib kotzt. Wie jetzt ab und zu mal. Vermutlich ist er auch schwanger. Hä? Und? Also wenn das öfter so ist, dann geht Jojo mal da gucken. Da stimmt ja irgendwas nicht. Nee, das hat schon seine Richtigkeit. Hä? Du wirst irgendwann mal mit ihm drüber quatschen. Das ist jetzt aber hier nicht das Wesentliche. Das sag ich dir mal irgendwann anders. Das Wesentliche ist nämlich, dass sie saufen wird. Verstehst du? Das ist wichtig. Saufen, saufen, saufen. Alles klar. Nächster Abend werdet ihr da hinfahren. Offenbar ging eine kleine Benachrichtigung raus, denn das Ding ist ja ganz schön voll. Das ist gut. Natürlich. Und natürlich macht Scheiße. Man da an dem Abend ein bisschen mehr Umsatz, denn da werden auch die anderen sich hinreißen lassen. Da gibt's ja diese wunderschöne Bühne, wo man sich prügelt, da wurde quasi ein Tischchen installiert und zwei Stühlchen. Außerdem eine Flaschenbatterie auf ein Tablettchen auf einem anderen kleinen Tischchen in der Nähe und der Barkeeper steht schon bereit. Er trägt die Tracht eines Boxschiedsrichters. Ich möchte anmerken, dass Jojo es so hingebogen hat, dass auch sie an diesem Abend vielleicht ein Bierchen trinken kann. Gerne. Auf jeden Fall, wenn du dann reinkommst als Zweitkontrahent, wird natürlich auch hier ein bisschen Stimmung gemacht für dich. Dann wirst du zwiebelsansichtig. Ich möchte hier kurz nochmal das Bild reinpacken. Zwiebel hat sich offenbar fein machen lassen. Und zwar der Gestalt, dass die jugendliche Seite, nicht kindlich, aber jugendliche, zum Vorschein gebracht wurde.
Vor allem mit Zöpfchen geht das ja auch immer noch ganz gut. Auch kleidungsmäßig sieht sie eher, dass das ganze Ensemble wirkt etwas unschuldiger. Sie macht Jojo. Nein, eben das kann sie nicht. Aber ich denke, du weißt, worauf es hinausläuft. Oder soll ich dir das jetzt ja nochmal erklären? Du brauchst mir nichts erklären. Nicht dir, Danny. Naja, sie macht darauf, dass ich von einer Frau und von einem Kind unter den Tisch gesoffen werde. Oder wenn du gewinnst, es kein Sieg mehr ist. Dann werden sich alle ein bisschen um dieses Ding versammeln. Die beiden Kontrahenten dürfen sich hinsetzen. Sie schraubt ihren Stuhl noch etliche Zentimeter nach oben. Auf der linken Seite haben wir ein Prachtexemplar von einem Mann, ein Ork, 1 über 1,90 circa groß, muskelgepackt, ungefähr 120, 130 Kilo, Stahlarme, eine Leber wie eine Chemiefabrik. Und auf der anderen Seite, 1 Meter 5 circa groß. Eine Leber, wie ein Campingklo. Arme so breit wie mein Daumen. Zwiebel, wunderbar. Seid ihr beide bereit? Ladies first. Hey, es wird gleichzeitig gemacht. Ach So, so. ihr kennt die Regeln. Da sind sie nochmal. Hier wird nicht übernachtet. Ja. Juti, Attacke, Delhi! Normalerweise ist es ja so, dass Toxin- und Pathogenwiderstandsproben bei mir ja nur mit 6 Würfeln geworfen werden, abzüglich natürlich deiner Schwäche und zuträglich natürlich ihrer zwergischen Natur. Aber ich kann ja tatsächlich diesmal nicht ignorieren, dass hier Körpermasse eine Rolle spielt. Kann ich ja tatsächlich nicht, ne? Deswegen darfst du statt den 4 Würfeln, die dir zustehen, 6 Würfel würfeln. Das ist aber nett. Super Sache. Dankeschön. Ne? Da hat sie immer noch wahrscheinlich 8 oder so. Naja, sie hat 8, natürlich, sie ist eine Zwergin und sie hat halt die 6, die jeder hat. Die jeder hat! Na, jeder, natürlich, jeder hat 6 Würfel, abzüglich, zuzüglich, weil ja in den meisten Fällen bei Toxinen es überhaupt keine Rolle spielt, wie fett du bist. Ach so, ich Und dachte, bei das. Krankheiten auch nicht. Und ich habe aber in dem Fall, weil es ja ein Wettsaufen ist, tatsächlich gedacht, ich kann das nicht ignorieren. Deswegen kriegst du +2, aber du kriegst halt auch -2 wegen deines Nachteils. Ja, okay. Nee, ich dachte, es geht wegen Konsti. Immer noch, aber Nee, gut. nee, die spielt da keine Rolle. Ach, Dein Körper cool. verträgt ja die Gifte nicht so gut. Das muss ja, das. Ja, alles gut, alles gut. Ich habe 6 Würfel, alles PC. Natürlich. Ich meine, es wäre dir erlaubt, zu etchen, aber. Das kommt wahrscheinlich. Ich hab 3 Edge, das sollte man ausnutzen. Ist das nur eine einzelne Probe oder sind das mehrere Das Proben? ist nur eine einzelne Probe. Der Vereinfachung wegen. Aber wir können das eigentlich in 5er-Runden unterteilen, das wäre eigentlich witzig. Das können wir tatsächlich machen. In 5er-Runden, 5 Saftgläser Also, Wodka. und dann machen wir Ja. eine Probe genau. Das ist doch eigentlich okay, oder? 5 Saftgläser Wodka, das ist mehr als 1 Liter. Ja. Entschuldige mal, aber wenn du das schnell trinkst, dann Da merkst du wirkt der halt Alkohol noch später, wie nicht. schlimm es wird. Aber Jojo kriegt Karma nie wieder nach Hause, wenn er eine Flasche Wodka getrunken Ja, hat. aber Was? warte mal. Was? Also, Warte mal, Moment warte mal. mal. Levitiert die den da raus? Ja, warte mal, wir haben das aber schön Entschuldigung. in der Bar, wurde das schön runterske. Ach nee, warte mal, eigentlich. Also ich persönlich trinke schon eine Flasche Wodka ohne Probleme. Das kann ich mir nicht Ohne vorstellen. Probleme ist natürlich ein bisschen. Ja, ohne Probleme, aber ich werde danach nicht kotzend irgendwo rumliegen. Was ich mir gerade überlegt habe, theoretisch würden ja Saftgläser für einen Ork und Saftgläser für einen Zwerg unterschiedlich ausfallen. Ja. Gleichheit. Wir gehen hier auf dieselbe Menge. Eigentlich auf dieselbe Menge pro Körpergewicht. Weil ansonsten gewinnst du einfach dadurch, dass sie sich sofort einpissen muss irgendwann, weißt du?
Darauf hat sie sich eingelassen. Na, bap, 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 bap. Na, warte mal, wir müssen ja mal überlegen, wie die Gesetze auf Konvention 2080 sind. 83. Naja, also das geht halt. Eigentlich geht es ja, nach wie Alkohol, viel also Alkohol verträgst du? Und der Alkohol würde ja dann vermutlich eher pro Körpergewicht. Das ist ja natürlich eine Zwerge und so. Das könnte man auch noch mit einberechnen, ja. Das ist ja gar nicht so einfach. Aber also, wir sagen rein mal so, von also der Menge Flüssigkeit kann sie das halt wegen ihrer Blase nicht gewinnen. Das ist ja dann muss dumm. Aber die Flüssigkeit doppelt so prozentig sein. Also, ich sag mal so, theoretisch, das kann man machen, ja. Das stimmt. Das geht. Dann trinkt Kaban halt einfach Wodka mit 40% und sie trinkt einfach 80% und muss halt nur die Hälfte an Flüssigkeit zu sich nehmen. Siehst du, dann passt das doch alles. Und dann sind wir doch wieder bei 5 Saftgläsern. Oh, dafür machen wir eine Probe. Wenn jetzt einer schon stirbt, ne, dann müssen wir nicht weiterwürfeln. Das ist auch okay. Das ist okay. Zeig mir jetzt deinen Wurf. Na klar, Attacke. Ich hab meinen schon David gemacht. Geätscht. Na los, dann etch mal. Besser. Okay, 4 Erfolge. So. Die ersten 5 Gläser versprechen nicht nur Spaß, sondern auch Geschmack. Du wirst nach den ersten 5 Gläsern durch Edge noch deutlich besser im Schuh stehen als sie. Also bei ihr wird es schon echt ungemütlich. So. Wir machen das mal so, dass wir abnehmende Pools haben. Das halte ich irgendwie für sehr realistisch. Mhm. Ah, komm. Jo! Jo. Nach den nächsten 5 Gläsern, warte mal, du hattest 3 Erfolge, jetzt hast du insgesamt 6 Erfolge, ne? Ich habe insgesamt 7 Erfolge jetzt. Okay, nach den nächsten 5 Gläsern scheint sie mit dir wieder auf einer Höhe des Zurechtkommens zu sein, was übrigens nicht mehr besonders gut ist. Also ihr beide, es wird dann so sein, zum Beispiel in der 8. Runde, dass da mal jemand sein Glas ergreift und es fällt einfach um, weil man vielleicht ein bisschen daneben gepackt hat. Ist ja kein Problem, man kriegt ein neues direkt in die Hand gedrückt. Aber ich sag mal, ihr seid beide schon ganz schön am Limit. Vor allen Dingen, wenn die jetzt noch eine Stunde warten, bis der Alkohol wird. Oh Gott. Hä? Warten? Es geht darum, dass hier jetzt jemand bald vom Dings fällt. Es wird es auf jeden Fall die letzte Runde sein, weil danach ist auf jeden Fall jemand tot. Na dann, mach mal. Ich will wissen, wie es ausgeht. Abnehmende Pools. Ja, SRI. Ah. Aber nur 2 5 gewürfelt. Du hast 2-mal Edge eingesetzt. Jo, sicher. Da setzt sie aber auch 2-mal Edge ein. Was? Also ich sag mal so. Okay, bin sofort raus zu kopieren. Du wirst leider einfach vom Stuhl kippen und auf den Boden aufschlagen und du kriegst gerade noch mit, wie sie sagt und vom Stuhl kippt und auf den Boden aufschlägt. Sie hat gekotzt, ich bin nur umgekippt. Du bist als erster ausgeschieden und dann sie. Das ist aber kacke. Ich habe auch nur 2-mal Edge eingesetzt. Danach wird es ein Johlen und einen wahren Freudentanz geben. Der Sieger wird natürlich an einer Wand festgehalten, so wie alle anderen Ergebnisse dort festgehalten wurden. Offenbar hat mal irgendwann ein Vollidiot einen Troll herausgefordert, ging gut aus, er ist daran gestorben. Aber er hat gekämpft wie ein Löwe. Oh, scheiße. In jedem Fallus, da ihr beide ja jetzt ausgeschieden seid. Jojo. In welcher Form möchtest du dich jetzt an einem eigentlich lustigen Teil des Abends beteiligen? Naja. Bei beiden natürlich, ne? Hä? Wie bei beiden? Es sind beide abgekackt. Stimmt. Kaban bekommt eine Lametta-Perücke. Farbe? Pink. Sonstige Obszönitäten?
Also so kleine Glitzerstraßsteine bekommt er auf die Hauer. Sehr gut. Jemand klebt ihm mit Sprühhaut eine Clownsnase an. Eine, die quiekt und leuchtet. Vermutlich werden ihm die Augenbrauen abrasiert, damit man mehr Platz zum Malen hat. Ja, aber jemand wird direkt danach welche nachmalen, die so aussehen, als hätte er jetzt tätowierte Augenbrauen, so ganz dünne. Asi. Genau. Und na, bei Zwiebel wird halt das Mädchenhafte wird dann absolut komplettiert. Also so mit richtig schönen roten Bäckchen und allem drum und dran. Jemand wird ihr aber, na, so wirst du anfangen, aber jemand wird das dann in diesen Japano kleine Mädchen Goff-Style umwandeln. Die kriegt dann auch so lackierte Fingernägel schwarz. So ein Elf gibt sich da ganz besondere Mühe. Und dann kriegt die überall kleine Totenköpfe drauf gemalt und so ein Shit. Alles und, klar. Aber die Totenköpfe kriegen Schleifchen, das ist ganz wichtig. Natürlich. Aber jemand anders muss es dann leider zerstören, indem er noch mit Edding Kakerlaken als Schnurrbart aufmalt. Sehr gut. Jojo macht ein Foto von Kaban. Wie will sie den da jetzt rauskriegen? Mhm. Die sind auf alles vorbereitet. Die Leute sind nett und helfen dir und außerdem gibt es eine Schubkarre. Nee, ich wollte schon sagen, ich frage als allererstes nach einer Schubkarre oder einer Sackkarre. Kein Problem, dir wird hier helfen. Es hatten alle ihren Spaß. Das ist schön. Ich lege ihn in einer stabilen Seitenlage ins Auto. Ja, sag mal, den müsstest du vielleicht nochmal heilen. Echt, so schlimm? Ja, so schlimm. Das ist schon eine ziemlich krasse Alkoholvergiftung, die man sich durchgegönnt hat. Da kann ich nicht irgendwie Toxin-Dingsbums, dann sind dort Nebenwirkungen zumindest. Ja gut, aber der Schaden nicht, verdammt. Ich sag mal, heilen ist immer besser. Du willst ja auch nicht, dass die Nebenwirkungen weggehen. Am Ende hat der am Morgen weniger Kater. Das stimmt. Wie viel Abzug kriege ich denn bei ihm? Das war pro angefangenem Essenzpunkt oder pro 2? Pro 2, ne? Du bekommst -6 minus seiner Essenz und die wird aufgerundet. Hä, wie -6? Wie viel Essenz hast du? Ich? Ja. 2,5, glaube ich noch. 2,5, also kriegst du -3. Insgesamt -3. Ja. Das ist gut, dann habe ich 4 Würfel. Ich habe das nochmal nachgeschlagen. Es ist viel übler als früher. Nee. Hat nicht geklappt. Schade. Ich sag mal, irgendjemand, der mit Zivilien entzieht kann, wird dir vermutlich auch irgendwas geben. Ja, ansonsten kann ich ihm, keine Ahnung, dazu verhelfen, dass er kotzt. Jetzt ein Edge verbrennen wäre ziemlich blöd für das Aktion. Nein, du stirbst daran nicht, aber es ist eine verdammt üble Alkoholvergiftung. Na, kann Jojo denn wenigstens dafür sorgen, dass er jetzt noch kotzt? Damit es nicht noch schlimmer wird? Finger anhalten. Naja. Ja, das kann man schon machen, ja. Vielleicht nimmt sie was anderes dafür, damit sie sich nicht vollsaut. Das wirst du auf jeden Fall vollgesaut. Was ich nicht alles für dich tue. Ich hab dich auch lieb. Es ist ja dann, du wirst nicht so krass vollgesaut. Es ist ja kein Schwall dann. Es ist ja eher so, das läuft dir dann eher so raus und so alles. Ja. Außerdem, sobald du zurück bist, kann der Troll auch nochmal irgendwas spritzen. Aber auf jeden Fall wirst du mitbekommen, dass das beste Wettsaufen seit dem großen Eklat 2074 war. Eben jenes beschriebene von wegen, einer hat sich totgesoffen gegen Troll. Und der Troll, der hat danach sogar gelallt. Wow. Und Enna behauptet heute noch, er hatte ein bisschen gewankt, aber das gehört vermutlich ins Reich der Legenden. Damals gab es die Anpassung noch nicht, ja?
Welche Ah, nee, stimmt. Das war ja, ging jetzt nur um die Flüssigkeitsmenge. Okay, ich hab nichts gesagt. Nee, der Troll war einfach ein übelster Säufer, darum geht's. Oh, okay. Ja, Jojo karrt ihn zurück ins Ganghaus. Sehr schön. Easy. Ich sag mal so. Die nächsten Tage wirst du nur so halb miterleben. Schön. Die nächsten eigentlich gar nicht. Alkoholvergiftung ist was Schönes. Wenn's nur ordentlich ist, da kann man schon einiges mitmachen, ja. Ja, definitiv. Sobald du wieder einigermaßen Gedanken fassen kannst, kriegst du natürlich auch noch eine Nachricht von Zwiebel. Ich schreibe dir das wahrscheinlich mal. Also, Kaban kriegt auf jeden Fall ein Riesenposter von sich, wie er nach dem Saufen aussah, ins Zimmer gehängt. Sehr schön. Das ist das Erste, was er sieht, wenn er aufwacht. Ernsthaft, diese Nachricht kriege ich? Ja, ja. Aber sie hat ihr Profilbild für die Nachrichten, die so Runner intern sind, wo es aber einigermaßen besser mit, also so Halbfreunde, ne? Hat sie ihr Profilbild geändert auf das, was mit ihr gemacht wurde, sage ich mal. Ne? Denn man muss ja auch mit Stolz zeigen, was es für ein Abend war. Aber ja, diese Nachricht bekommst du. Gut, dann wird Jojo eine Nachricht... Naja, ich schreibe ihr zurück. Ja, ja, kannst du mir nebenbei schreiben. Nee, das muss man ja auch laut sagen, damit der Zuhörer das ja auch hört. Ich scheiß auf den Zuhörer. Niemals! Ich schreibe ihr zurück. Ich habe nur gesehen, dass du mich gleich ankotzt und wollte in Deckung gehen. Dabei bin ich eingeschlafen. Und Zwinker-Smiley. Ich überlege mir eine Antwort währenddessen. Allerdings wird, ich weiß nicht, entweder hat sich jemand um Zwiebel gekümmert, ansonsten wird Jojo dafür, ansonsten wird Jojo dafür gesorgt haben, dass sie in ein Hotel kommt, wo sie wenigstens erstmal liegen kann oder sowas. Sie kann sie ja nicht nach Hause bringen, sie weiß ja nicht, wo sie wohnt. Nee, der Elf, der sie so besonders schön verschönert hat, der scheint dann irgendwie die mitgenommen zu haben. Alles klar. Genau, dann bekommst du einen Anruf. Warte, Steht da eine Nummer oder ein Name? Es ist der Kalif. Hallo. Hallo, Brennerei. Alles klar. Attacke. Aimen and attack, bis gleich. Warst du bei diesem Ding, bei diesem Saufen dabei? Ja. Yep. Ja, da muss man dann erstmal alles von erzählen, gell? Alles klar. Bis dann. Piep. Ja, Jojo, sorgt für einen Babysitter, so dass notwendig ist und, zischt ab. Gut. Ja, du kommst an, der ist dann da und dann, wenn du ankommst, dann macht er einen Generator an. Alles klar. So. Also. In dem Umfang werden die Biester überhaupt nicht gekauft, ne? Also, das sind viel zu wenige. Aber. Ja? Wir haben da den Ansatz einer Spur und wir würden den verfolgen, wär aber intensiv. Für 4K kriegst du dann alles und wir ziehen das bis zum Ende durch. Namen, Adressen, wo die zuletzt waren, alles, was wir noch machen können. Also die Leute, die das gekauft haben, nicht die Biester, aber die Biester vermute ich auch. Okay. Läuft. Okay, wir hätten gern 1K Anzahlung. Der kriegt 1K Anzahlung, Jo, hat sich das ja schon fast gedacht. Nice. Gut, dann an der Arbeit. Wird, keine Ahnung, eine Woche oder so dauern. Dachte ich mir. Moment, hat Jojo denen jetzt schon Infos gegeben, wo das alles passiert ist? Weil die brauchen ja schon ein paar mehr Infos, wenn die genau die Viecher haben will. Nein. Alles klar. Dann
Kriegst du noch die Info, wo die Viecher zuletzt waren? Wenn dir das weiterhilft. Nein, Donskoll. Genau. Ah. Okay, ist alles klar, ja? Also es müssten schon, also 4 Viecher, ne? Ja. Okay, dann ist alles gut. Gut, dann Attacke. Alles klar. Ja, Jojo verabschiedet sich dann. Du solltest ihm doch noch über alles erzählen. Das war doch nur ein Vorwand. Ja, das stimmt, das habe ich jetzt vergessen. Aber ist auch egal. Hat er sich vielleicht schon vorher von jemandem erzählen lassen? Sie bringt ihm aber noch das Bild von Kaban mit. Das von Zwiebel sieht ja schon jeder. Beide Bilder? Hey, Moment mal, die werden doch beide auch noch aufgehangen neben ihren Leistungen. Na dann ist alles gut. Da ist die Leistung, wer gewonnen hat, wie viel geschafft wurde, wie lange es gedauert hat und dann 2 Bilder daneben. Okay. Wobei die Bilder ein bisschen verzerrt sind. Okay. Sodass die für biometrische Scanner weniger leicht zu dingsen sind. Ja. Ja, dann zu Styrio ab und sagt Blatt Bescheid, dass es jetzt in der Mache ist. Alles klar. Achso, beeil dich mal mit dem Zurückkommen. Hier ist irgend so ein Spinner. Was für ein Spinner? Ein Spinner. Okay. Pio beeilt sich. Brumm, 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 Attacke, 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 Peng, 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 alle tot. Auf jeden Fall. Ist da... Eine Sekunde, bitte. Ein, Kurier von... hier, wie heißen sie denn gleich? Slanov Transporte. So ein Nahrungsmittel-Pizza-Lieferant, bloß dass der halt viel mehr liefert als Pizza und der echt ein bisschen genervt und ein bisschen eingeschüchtert scheint, weil er so lange festgehalten wurde. Okay. Der Typ meinte, der hat eine Nahrungsmittellieferung für dich, obwohl du ja nicht da bist. Und seit wann bestellst du dir Mettbrötchen? Ach, scheiße. Sag nicht, du hast deine große Mettbrötchenlieferung vergessen. Nee, hab ich nicht. Jo, alles klar. Der gibt dir so eine Tüte mit Mettbrötchen. Ja. Also so eher, dann ist da nochmal so ein Tiefkühl, also so ein Frischhalter-Dings drum, ist natürlich klar. Hm. Kann ich jetzt gehen? Ja. Jo, Vlad schubst ihn raus. Willst du mir was erklären? Das ist quasi ein Code von einem Kontakt, mit dem ich mal zu tun hatte. Mettbrötchen? Ja. Komm mal, sind da so echt Mettbrötchen drin oder was? Na, nimm das mal mit, guck das mal an, wenn da aber echt Mettbrötchen drin sind. So. Jojo, geht mal gucken, was da noch ist. Da sind Mettbrötchen drin. Sind nur Mettbrötchen drin. Ausschließlich. Alles klar. Dann gibt's hier eine Runde Mettbrötchen aus. Leider jetzt Kaba noch nicht gut genug für so ein leckeres Mettbrötchen. War mir schon klar. Und dann geht hier auch mal telefonieren. Sehr gut. Die Nummer gibt's nicht mehr. Dafür kommt Noron dir entgegen, als du wieder zurückkommst. Sag mal, Jojo. Ja. Uncool. Was? Er wirft dir ein halbes Brötchen hin, wo ein Datenchip rausguckt. Oh, Geilon. Danke. Das Met hat ja schon runtergekratzt. Du kannst das Brötchen auch noch essen. Ja, das Ding ist, der Professor meinte auch, der hätte irgendwo auf was drauf gebissen, aber der hat sich so ein ganzes Ding in den Hals gestopft und dann war es weg. Hey Mann, woher sollen wir wissen, dass du uns vergiften willst mit Elektronik, Alter? In den anderen ist aber nichts, außer eine Riesensauerei. Okay. Oh Mann. Das Lustigste ist, was er jetzt gegessen hat.
Die Telefonnummer. Der andere war nur der Auftrag. Der andere war die Telefonnummer. Mhm. Ah. Verdammt, und Jojo weiß nicht, dass Kaba nochmal mit ihm zu tun hatte. Da ging die Nummer aber noch. Hm. Das stimmt. Aber ist das nicht jetzt auch schon eine ganze Weile her? Ja, Jojo guckt trotzdem auf den Chip. Gut, also, es ist ein offizieller Chip des größten aztechnolianischen perfekten Konzerns. Leider ist er, wie dir auf Spanisch klar gemacht wird, passwortgeschützt. Und übrigens, wenn du, also anders, dir wird dann klar gemacht, dass wenn du dich fälschlicherweise im Besitz dieses Chips befindest, hast du ihm umgehend deinen Vorgesetzten zu geben oder dich wird die gesamte Härte des Gesetzes ereilen. Jojo geht zum Professor. Jo. Wie verdauungsanfällig ist ein Datenchip? Du willst, dass ich den Datenchip ausscheiße? Ja. Also ich glaube nicht, dass man den noch benutzen kann. Und ich glaube nicht mal, dass es ein Datenchip war. Sondern? Keine Ahnung. War viel zu weich. Pappe? Pappe und Plastik oder so eine Plastikhülle drumherum. So eine kleine Frischhaltefolie. Oh, der hat das scheiß Passwort gegessen. Entschuldige bitte, du hast eine Runde Mettbrötchen für alle ausgegeben. Das war für mich das Zeichen, ruf mich an. Ja, ich kann doch nichts dafür. Es kann doch mal was schief gehen. Das sind die, weißt du, ne? Ach, scheiße. Du hast ein scheiß Passwort gefressen. Ey, dafür kann ich ja nichts. Gib's halt dem verdammten, gib's halt der verdammten Nähmaschine. Passwörter sind sowas von 2060. Ich werd's mal gucken. Er soll mal drauf gucken, ob er das lösen kann, Juti. Wäre auch zu einfach gewesen. Adios, Muchacho. Entschuldigung, aber ich kann mal gucken, was rauskommt, aber es wird nicht viel sein. Hey, dann ist es auch, wenn's Papier war, ist es eh sinnlos. Na, vielleicht war es ja doch ein Datenchip und ich hab mich verschmeckt und dann kriegst du noch. Vielleicht tupfe ich ihn mal ab. Das ist aber nett. See you later, Alligator. Obwohl, nee, du bist doch jetzt eigentlich, du bist doch jetzt Kummer gewohnt. Oh, du ja auch. Ich kann ja leider keine Kinder wickeln. Das ist so ärgerlich. Jojo geht zur Nähmaschine. Jo, Daddy, du kannst, also Kaban kann übrigens jetzt wieder rumlaufen und alles. Und ich nehme mal an, dass Jojo nett war. Und das entscheidende Detail seines Verlustes verschwiegen hat, sondern nur den epischen Kampf erwähnte. Aber deswegen selbstverständlich. Deswegen hast du Anerkennung bekommen für deine Sauftirade. Und du kannst da rumlaufen und alles. Es ist nur halt manchmal so, wenn man dann aufsteht zum Beispiel und länger saß, dass dann der Kopf sagt, Junge, 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 oh, ich kann übrigens wehtun. Das auch, ja. Nähmaschine. Also du stehst vor seiner Tür, Schloss. Jojo ruft die Nähmaschine an. Ja, ich sitze in meinem Zimmer. Alles klar, ich wollte nur wissen, ob ich mich jetzt erst mit deinem Schloss auseinandersetzen muss oder nicht, oder ob ich es aufbrechen muss. Das musst du, weil, entschuldige bitte, ich ja gucken muss, ob es geht. Es aufbrechen? Nein. Okay. Dann versucht sie, sich Zugang zu verschaffen. Fuck me, Daddy. Sie klopft an die Tür. Put a dildo in my ass, I need to be punished. Alles klar, sie macht die Tür auf. Pull my hair and call me slut. Mach die scheiß Tür auf, Schlampe. Tür geht auf. Ah, jetzt weiß ich, wie man mit dir reden muss. Nee, das war ich. Ach so. Geht also noch nicht so. Aber immerhin, ich habe jetzt die Sprache geändert. Es klingt auch gleich viel besser. Ne? Was gibt's denn? Ich hab hier einen Chip, der Professor hat das Passwort gefressen. Geil, jetzt einmal her.
Ja, es ist ein Ares, ja, es ist ein Aztec-Chip, so rum war es. Ja, gut, ein Aztec-Chip, es gibt zwei mal, ja. Ja, sie zeigt ihm das. Bitte schön, da hast du ihn wieder. Tja, dann würde ich mal den Professor aufschneiden und richtig tief fühlen, würde ich sagen. Warum? Ja, willst du mich verarschen? Das ist ja kein Aztec-Chip, dass er hier, keine Ahnung. Ja. Hast du den direkt aus der Technodiklan-Pyramide geklaut, oder was? Quasi. Naja, dann viel Spaß. Ich nicht. Danke. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Papier auf magischem Wege zu retten? Guck nach und werd kreativ. Fleischform. So. Verwandle ihn in Galliard. Ja, das könnte gehen. Da kann ich reingreifen und es mir rausholen. Der hat bestimmt was dagegen. Du weißt schon, dass Schaden, den du dem Galliard zufügst, übertragen wird. Das ist das Problem dabei. Und dass er Konsti 700.000 hat. Ja, das ist das zweite Problem dabei. So, Schadenszauber will ich ihm nicht zufügen. Also, ich sehe hier leider nichts. Kann ich es erkennen, wenn ich ihn erscanne? Nein. Schade. Das ist ein gottverdammtes Stück Papier in seinem Magen. Kann ich es konservieren? Okay, mal, das klingt nicht ganz so behindert. Ja. Alter, scheiße, warte mal. Was ist das für ein Zauber? Das ist ein Manipulationszauber. Ah, da ist er ja. So. Normale Degeneration um F mal 2 Stunden verzögert. Ja, du musst es sehen. Magensonde, du musst ihm Du gehst mit einem Mage-Side-Brille in seinen Magen und verzaubert es da. Das würde gehen, du hast nur keine. Das stimmt. Die kann man sich doch bei eBay kaufen. Ich glaube, die haben eine relativ hohe Verfügbarkeit, dann könnte es schon zu spät sein. Ich sag mal so, wenn du Glück hast, Papier wird ja im Magen tatsächlich nicht so wirklich verarbeitet. Plastik vor allen Dingen nicht, wenn es mit Plastik umwickelt ist. Ich meine, ansonsten würden ja die Leute, die sich ihre Drogenkügelchen dingsen, die nie ausscheißen können. Wenn das wirklich so geschützt war, dann müsste es funktionieren. Wenn er es im Ganzen verschluckt hat. Ist ja quasi Drogen. Er kriegt ja jetzt Abführmittel verpasst. Das kannst du erstmal mit ihm ausdiskutieren. Alles klar. Kaban darf gern in der Nähe rumsitzen. Ja, ja. Geht sie jetzt zu ihm hin? Junge, ich brauche das. Ich trinke einen Tee. Junge, ich brauche dieses Passwort. Was für ein Passwort? Ich rede nicht mit dir. Ja, ja, aber wie soll ich dir da jetzt helfen können? Dadurch, dass das ja offensichtlich wahrscheinlich gut in Plastikfolie verpackt war, könnte es sein, wenn es jetzt rechtzeitig rauskommt. Ich esse hier seit 2 Monaten mal wieder echtes Fleisch. Ein leckeres Mettbrötchen mit extra viel Zwiebel. Und jetzt soll ich die Scheiße sofort wieder rausdrücken, oder was? Ja, sollst du. Der Geschmack ist doch schon vorbei. Es ist doch quasi nur noch in deinem Magen und ein großer Einheitsbrei. Was hat denn die Nähmaschine gesagt? Die hat mich ausgelacht, mir den Chip wieder in die Hand gedrückt und mich gefragt, ob ich da eingebrochen bin. Keine Chance, der kommt da nicht ran. Ich hab eine Ahnung, woher es hat. Und deswegen bin ich mir fast sicher, dass er nicht drankommt. Oh Mann, Alter. Dann bring mir mal die Hausapotheke. Ach, sie. Du kannst selber fühlen. Dafür gibt's einen Zauberfinger. Scheiße, dumm ist er nicht. Ja, fickt euch alle. Jo, er geht schweren Herzens zum Troll Dixie. Er wird es unten so verkeilen, dass die Suppe nicht rauslaufen kann. Dann wird er sich den Scheiß einpfeifen und mit einer kleinen Dosis Nikotin abrunden, sowie einer kleinen Menge Kaffee.
Dann hörst du vulkanische Rektaldetonationen. Das wird ja jetzt ein Weilchen dauern. Jojo besorgt ihm neues Mettbrötchen. Wo nimmst du jetzt das echte Fleisch her? Sie geht es jetzt irgendwie kaufen. Fährst also jetzt in B-Gebiet. Wenn das Risiko nicht so hoch ist, ja. Ey, sag mal, das machst du nicht. Okay, verdammt. Er kriegt einen Entschuldigungskasten. Naja, gut, damit kann man leben. Den besorgst du in der Zwischenzeit. Er wird dann irgendwann wieder rauskommen. Ist noch alles da, hau rein. Bitteschön. Oh, da brennt's. Da, bei dem, wenn ich das schon sehe, brennt's, Alter. Stell den weg. Für später. Ja, stell den aus meinen Augen weg. Sie stellt ihn weg. Es ist noch Kamillentee in der Küche. Er wird sich dann geschunden neben Kaban setzen. Was ist überhaupt los? Hier, nimm mal einen schwarzen Tee. Einen schwarzen Tee? Bist du völlig wahnsinnig? Ey, trinkst du da gerade schwarzen Tee, nachdem du dir einen Magen ausgekotzt und einen Darm ausgeschissen hast, du Lappen? Das hilft. Nee, schwarzer Tee. Du trinkst jetzt Kräutertee, Junge. Schwarzer Tee, siehst du dich oder was? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die Alte ist völlig bescheuert. Jo, ihr besorgt sich ihr Passwort. Nein, sag mal, du wirfst mal Wahrnehmung und Intuition. Ernsthaft jetzt? Du wirfst jetzt Wahrnehmung und Intuition. Weißt du, wie viel es ist? Zwei Erfolge. Oh, ganz schön lange und das ist ja auch nicht so lecker, sag ich mal. Das mag sein, aber ich habe einen Zauberfinger. Deswegen musst du immer noch darüber gebeugt sein und die Masse durchwalken. Das stimmt. Außerdem, allein damit der Zauberfinger funktioniert, brauchst du eine haptische Rückmeldung. Was ich damit sagen will, ist, du fühlst trotzdem die Scheiße, wenn du sie mit deinem Zauberfinger berührst. Das mag sein, aber es ist nicht so schlimm. Ja, gut, so. Du findest irgendwann ein Objekt. Ja, sie holt es raus. Sehr gut. Das ist voller Scheiße. Ja, sie hält es unter den Wasserhahn, bis es sauber ist. Sehr gut, du hast es abgewaschen. Nein, es ist ein, wie ist es jetzt gleich? Laminiertes Stück Papier. Darauf okay. Ist ein Foto. Von? Von Jason Tiger Powers. Okay. Auf der Rückseite steht 1 bis 10. Es ist relativ grob pixelig, so wie so wie alte Passbilder, die waren ja auch einigermaßen grob. Okay, sie guckt sich jetzt nochmal den Chip an. Und weiter? Hä? 1 bis 10? Ja. Naja, auf dem Chip, da muss ja irgendwas sein, was sie damit machen muss oder irgendwas anderes. Nee. Das ist ein Chip, der eine ganz spezielle Datenanlage hat und nichts weiter. Kannst auch nichts mehr drauf machen. Hä? Ich dachte, da wären Infos drauf oder sowas. Auf dem Chip? Ja, natürlich. Passwortgeschützt. Ja. Genau. Und das Passwort muss man da eingeben, oder? Ja. Du hast die volle Palette zur Verfügung von kyrillischen und lateinischen Zeichen. Sowie den Sonderzeichen, die es im Spanischen gibt. Und im Deutschen. Und überhaupt allen. Und natürlich Zahlen. Und Sonderzeichen. Hä? Sie holt sich mal Kaban ran. Was hast du überhaupt? Du stinkst nach Scheiße. Nö, tu ich nicht. Doch, tust du, wenn du in einem Raum warst. Ich geh duschen! Danke, und ziehst dich um. Ja. Was hast du jetzt überhaupt? Also, was soll ich mit diesem Bild?
Das kam in der Tüte Mettbrötchen. Das habe ich mir gedacht, den Typen habe ich ja wiedererkannt. Ja. So. Das ist irgendwie von diesem Typen. Ich weiß aber nicht, der hat uns hat einen Chip geschickt. Das ist aber passwortgeschützt. Das muss irgendwas Hartes sein. Und jetzt hat er mir das Bild mitgeschickt und 1 bis 10 steht auf der Rückseite. Das hat bestimmt was mit dem Passwort zu tun, aber ich raff's nicht. Fuck, übrigens steht da noch was, und zwar Quitt. Alles klar. Ich guck mir mal das Bild genau an, unter einer Bildvergrößerung. Wonach suchst du denn? Naja, also wenn das so relativ pixelig ist, was ja ungewöhnlich ist für die Zeit, dann schaue ich mir die Pixel 1 bis 10 mal an. Okay, du erkennst nichts Merkwürdiges an ihm. Obwohl, doch, scheiße, du dürftest noch was erkennen. Aber dazu bräuchte ich mal eine Computer- und Logikprobe. Und da hätte ich, also ich sag mal, wenn du da, da gucken wir uns erstmal den Wurf an. Hast du noch ein Edge? Richtig. Richtig. Achso, du zählst 1 bis 10 von links oben nach unten oder von links oben nach rechts? So wie man liest. Okay. Jetzt ist die Frage, liest man in Aztekland anders? Nein. Spanisch ist ja auch normal. Oh, 3 Erfolge, ne? Junge. Okay, ich gehe mal davon aus, dass das 2080er Drucker ein bisschen besser sind. Und ein bisschen mehr können als die Drucker, die man so hatte, als es noch die guten BG-Dingster-Farben gab. Und das Ding ist halt eher auf alte Farben hier trimmt. Du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Also auf Tintenstrahl-Drucker-Krams. Okay, das sind also Bilddots nebeneinander. Die hatten ja eine geringere Farbpalette, meine ich damit. Ja, ja. Genau. Okay. Also, das sind die RGB-Farben, also rot, also Cyan, Magenta und Gelb. Das sind immer 3 Punkte wahrscheinlich nebeneinander, so dass die halt, oder beziehungsweise halt so nebeneinander angezeigt, dass die halt die Farbe ergeben, richtig? Boah. Wie sind die denn? 1 Punkt, 2 Punkt, also. Wie sind denn die Pixel da oben in den Farbräumen? Der ersten 10, also ersten 10 größeren Pixel. Ergibt, also ist die Frage, ergibt das eine Zahlenkombination? Zum Beispiel. Könnte man schon annehmen. Achso, übrigens, du hast 3 Versuche für das Passwort. Super. Aber ja, die könnte man schon quasi umwandeln, wenn man das so, ja, das geht, würde schon gehen. Dann wird man das jetzt probieren. Achso, dann habt ihr jetzt Zugang zu dem Ding. Achso. Ist übrigens nicht von Leverage geklaut. Na dann. Ist es nicht. Na so. Dann. Punkt 2. Ich hatte das nicht mehr im Kopf, schade. Kriegt Kaban sein Edge zurück? Punkt 3. Ihr habt. Es sieht aus wie. Also es sind mehrere Dateien drauf, ne? Das eine sieht aus wie eine abgefangene Datei. Die angefertigt wurde von. Warte. Ja, doch. Die angefertigt wurde von der Charisma Association. Und verkauft werden sollte an Evo. Und damit meine ich nicht irgendeine Tochter von Evo, sondern die Holding-Gesellschaft. Also das Oberding, wo verschiedene Leute in leitenden Positionen von Evo markiert sind und dazu noch ein paar BIOS-Daten aufgelistet sind. Plus
irgendeine verschlüsselte, für euch jetzt nicht ersichtliche Weiterleitung, wo es vermutlich belastendes Material zu finden gibt, aber es ist nicht glaubt, dass irgendeine Matrix-Adresse ist oder irgendwas Physisches. Das zweite ist ein E-Mail-Komplex, dahingehend, dass man sich bei den internen Revisionen von Aztec wohl bemüht, aufgrund der Vorhaben von Evo Neonet Horizon ebenfalls Säuberungen vorzunehmen. Keine ethnischen, keine Angst. Und dass die diesbezüglichen Vorbereitungen dazu abgeschlossen sind. Anlage, die Datei 3 ist dann quasi eine eigene Aztec-Datei, die so ähnlich ist wie die erste, bloß halt auf ihr Unternehmen gemünzt. Und aus dem E-Mail-Kontakt geht auch heraus, dass das Neonet das wohl auch gemacht hat für sich. Die haben nicht Horizon beauftragt, was sie ja schon mal zum Scheitern verurteilen wird. Was gab's denn da für belastendes Material, hä? Wie, was, wo? Das belastende Material ist nicht direkt verlinkt, sondern... Also, und Aztec hat kein belastendes Material bei sich. Die werden das wohl irgendwie anders regeln, ihre Säuberung. Das ist, du hast quasi dann immer so wie so ein Anstrich Material zur Neutralisierung und dann hast du da quasi Doppelpunkt, irgendeine Kombination von Zahlen und Buchstaben, wo du nicht weißt, wo die dazugehören. Das ist da auch nirgendwo vermerkt. Was sind das denn für Typen, die da weg sollen? Na, warte mal kurz. Ich muss mal kurz deinen Charakterbogen aufmachen. Ich muss nämlich irgendwie noch den Zusammenhang zu uns jetzt irgendwie finden. Der ist mir noch nicht klar. Hey. Dito. Also, ich meine, das sind schöne, es ist gegebenenfalls mal Paydata, aber irgendwie bisher noch nichts, was ich irgendwie großartig mit irgendwas in Verbindung bringen könnte. Also ich sag mal, dein Vorteil gesunder Menschenverstand sagt dir, dass du das nicht vor Paydata an solltest. Ja, das habe ich mir auch schon fast gedacht, aber ich habe bisher einfach noch keine Ahnung, inwiefern das irgendwas mit uns zu tun hat. Deswegen würfelst du jetzt mal 6 Würfel. Plus 2. Bei meinem Würfel Glück. Wie viele Edge hast du noch? Jetzt 4. Na, siehst du. Du meinst, ich sollte mal Edge mitwürfeln? Nö. Kannst du immer noch wiederholen. Das solltest du vielleicht wiederholen. Das sollte ich auch tun. Ist der Wurf nicht auch falsch? Ah, nee, der Wurf ist richtig. Verzeih mir. Der ist bestimmt falsch. Nee, der ist richtig. Du hast schon recht. Dann wiederhol das doch mal. Und würfel diesmal besser. Das wären jetzt insgesamt 3 Erfolge. Ja, das reicht mir. Den einen Typen hast du schon mal gesehen, aber vermutlich ein bisschen mit einer Latexmaske verändert. Deswegen ist Wiedererkennen einigermaßen schwierig. Der Typ arbeitet laut dem Dokument bei Evo. Den hast du gesehen, und zwar im Gentleman's Club, damals, als du mit Kaban vorstellig werden musstest. Und der hing dort wohl auch ziemlich dick mit drin. Dachte ich mir. Jetzt tu nicht so, als jetzt kommt sie damit. Das dachte ich mir doch. Ich bin überhaupt nicht berechenbar. Puh. Nein, Verbindung mit dem, was vorher passiert ist? Nee, ich muss mir das auch einfach nicht mehr geben hier. Nee, passt schon. Jojo hatte keine Ahnung. Das reicht mir gerade noch. Und ich so. Auch jetzt nur, weil ich Evo gehört habe, in Verbindung mit dem, was vorher war. Scheiße. Ich fasse das mal zusammen. Die Konzerne sortieren quasi gerade ihre Vori aus, ja? Das habe ich nie gesagt. Okay, aber das sind quasi jetzt Säuberungsaktionen, die von... Und wenn ich es gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, ihre War. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung, es ging nicht anders. Also, okay. Shit. Jojo geht zu Vlad und zwar sofort. Machst du die Datei zu? Ja.
maximale Anzahl an Zugriffen erfolgt, Datenbombe gezündet. Ach, scheiße. Schredder aktiviert. Der Schredder! Ja, was denn? Ah, fuck. Jojo schreibt sich noch schnell die Namen auf, die sie behalten hat. Naja, dann zeig ich mal Pröbchen. Ich habe auch ein paar Namen gelesen, richtig? Ja, ihr könnt gerne ein Teamwork-Probe machen. Unterstützt sie ruhig mal. Eben. Genau, unterstütze mich. Mit Logik und Willenskraft. Ja, aber du darfst dir ruhig minus 3 geben. Was? Minus 3? Na, bist du nicht noch ziemlich tot? Na, okay, minus 2. Das wäre doch mal wieder eine vernünftige Zeit für Edge, aber ich habe heute richtig also keinen Erfolg mit Edge-Würfeln. Ach komm. Oh. Wieso? Naja, guck mal, da hat sie doch jetzt 11 Würfel. Ich habe 6 Erfolge. Ist das dein geistiges Limit, ja? Ja, das ist mein geistiges Limit. Nein, sie hat Edge benutzt von Anfang an. Stimmt, ich habe 7 Erfolge, ich habe Edge benutzt. Nur schon ein ansehnliches Sümmchen. Sowohl von Aztec-Namen als auch von Evo-Namen. Okay. Ich konnte davon warte, also einen sagen. Entschuldigung. Nein, du hast das Wallen, das ist so eine Zusammensage. Da kommt dann sowas wie, hieß der nicht irgendwie Dobri, ah ja genau, Dobri Tchenkolofokov. Agaphon. Ey, komm, das ist eine Desensibilisierungs... Agaphon? Technologie. Scheint aber nicht zu funktionieren. Na gut, auf jeden Fall habt ihr Jan schon viele Namen. Jojo, geht's zu Blatt? Was ist denn? Ich wollte mir gerade ihn blasen lassen. Später. Ist da gerade noch jemand drin? Na, jetzt geht da jemand raus. Pass auf. Ich hab gerade Infos quasi in die Hände gekriegt, die gerade auf dem Weg sind, sich ins Nirvana aufzulösen, aber das ist nicht so wild. Ich habe die meisten noch behalten. Dass die Konzerne gerade anfangen oder schon dabei sind, ihre War auszusortieren. Ich glaube, mit denen gibt's bald richtig Ärger. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, wie ernst das irgendwie zu nehmen ist. Also ich sag mal, die Infos sind mir von einem ziemlich hochrangigen Aztec Typen zugespielt worden, der das quasi als Gegenleistung mir jetzt gegeben hat, weil ich ihn mal irgendwann mit den Arsch gerettet habe. Ich zweifle weder dran, dass du einschätzen kannst, ob der dir was Böses will, noch dass die sich bemühen, aber ich zweifle dran, dass sie das durchdrücken können. Man, die Woche ist so dicht verwachsen mit unserem Land. Die haben schon. Die haben einen Namen und sie sind schon dabei. Auf den Infos, auf dem Ding war Infos, dass sie es schon gemacht haben, zum Teil, ne? Nein. Okay. Der Verkauf der Datei an Evo durch Horizon ist relativ frisch, so eine Woche alt. Was sie machen, ist ja erstmal Punkt 2. Und von Aztec ist nur was zusammengestellt worden, da ist noch nichts erfolgt. Okay, also Horizon hat die Infos auf jeden Fall an Evo vor kurzem vertickt. Und Aztec stellt gerade die Informationen zusammen. Wieso guckt denn Evo? Evo hat doch auch einen Geheimdienst. Warum gucken die nicht selber bei ihren Leuten? Keine Ahnung, nur weil Horizon das... A, hat Horizon unheimlich gute Zugriffe auf alles, was irgendwie mit dem ganzen Medienkram und dem ganzen Zeugs da zu tun hat. Das heißt, vielleicht war es für Evo billiger und vielleicht wollten sie auch, dass es eben an den Leuten vorbeiläuft, weil es sein kann, dass die da auch gewissen Zugriff haben. Na, 17.
Naja, aber ich meine, die sind doch schon so tief drin, wie wissen die dann noch rausschneiden, vor allem bei Evo. Bei Ärzte kann ich mir noch vorstellen, dass das irgendwie gehen könnte, aber bei Evo oder nicht. Das mag sein, aber ich weiß nicht, was für Konditionen Horizon da noch dran gesetzt hat. Es kann sein, dass Horizon das benutzen kann, um Evo richtig üble Publicity zu machen, wenn die da Bock drauf haben. Und wenn die genug belastendes Material haben, ist das völlig egal. Ja, wow. Aber ich meine, das wäre ziemlich dumm, oder? Du engagierst die, damit sie das für dich rausfinden und dann am Ende ficken die dich damit, dann machst du ja nie wieder Geschäfte mit denen. Wenn sie müssen, dann werden sie das schon machen. Na gut. Aber wenn die das machen, wenn die jetzt alle aufräumen, dann werden doch die ganzen Vor in der Regierung diesen Konzernen einfach die Hölle auf Erden bereiten. Das sind Vor in der Regierung, die können überhaupt nichts machen. Das ist ein Megacon. Ja, so ein bisschen können die schon noch. Ja, ein bisschen können die schon noch, aber du weißt ja auch nicht genau, worum es da geht. Ich meine, Worry ist ja auch nicht gleich Worry, das weißt du ja selbst. Denkst du, dass Florina irgendwelche Leute in irgendwelchen Konzernen sitzen hat? Florina nicht, aber Yegor. Naja, aber darum geht's doch. Hey, du meinst doch nicht ernsthaft, die ziehen das jetzt durch? Doch. Entweder ziehen sie es durch oder sie drohen es zumindest an, was ja schon reichen würde. Vielleicht ziehen sie es aber auch durch. Ich kann es mir schon fast vorstellen, wenn das so groß angelegt ist, dass das jetzt durch die verschiedenen Cons geht. Und wenn Evo Horizon extra dafür bezahlt. Ich meine, wenn Evo anfängt, Horizon in ihrer Dreckwäsche wühlen zu lassen, dann hat das schon einen Grund. Das machen die ja nicht von ungefähr. Das würden die ja nicht machen, wenn sie es eigentlich nicht vorhaben. Ja, das stimmt schon. Aber so, warte mal. Da hat Evo gesagt, mach das mal für uns. Dann haben die das gemacht. Und was macht er jetzt? Warum macht er jetzt Aztec gleich mit oder was? Brüderlichkeit oder was? Ich weiß es nicht genau, warum die da direkt mitmachen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das sogar eine konzernübergreifende Absprache war. Oder die zweite Möglichkeit ist halt, dass die da quasi nicht mitmachen, dass sie da aber von Wind bekommen haben und das quasi jetzt einfach nur selbst durchziehen und auf den Zug mit aufspringen. Und Neonet macht das halt mit Evo und Horizon zusammen. Also das stand da zumindest so halb drin. Irgendwie, also es war rauszulesen aus den ganzen Infos. Naja, gut, aber ich meine... Es ist die zweite Möglichkeit, dass die Worry hinter der ganzen Geschichte mit den Bones steckt. Ich würde es zumindest am ehesten mit vermuten in Verbindung mit diesen Informationen. Wie bringst du denn die beiden Sachen jetzt zusammen? Wegen der starken Verbindung der Worry zu Evo. Und ich nicht wüsste, wer sonst über so einen Zugang anfangen würde, die Bones Platze machen, wer da sonst, also auf diese spezielle Art und Weise. Es ist untypisch, das ist sogar eigentlich untypisch für die Human Nation. Es ist, ich will nicht fast sagen zu klug, aber irgendwie fast schon. Na, aber da weiß ich trotzdem nicht, wie du das zusammenbringen wirst. Was? Ja, dann hängen ja die beiden Dinge trotzdem nicht zusammen. Nicht direkt, aber ich würde nicht ausschließen, nicht direkt zusammenhängen, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass irgendwie bei der Worry gerade was im Gang ist, auch in Verbindung mit dem, als sie den Frischling gekascht haben vor ein paar Monaten. Es wäre ja nicht das erste Mal. Also irgendwas scheint da ja zu laufen oder im Gange zu sein. Aber wie lange dauert denn das da, die ganzen Leute da in so einem Megacon rauszusuchen? Die sind doch überall verteilt. Das dauert doch ewig.
Ich weiß ja nicht, wie lange die damit schon beschäftigt waren. Ich meine, das ist ja jetzt nur der Verkauf der Daten. Das ist ja alles schon vorher passiert. Wie lange das gedauert hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die vor kurzem erst verkauft worden sind. Das heißt, die Zusammenstellung ist schon längst erfolgt. Wahrscheinlich in den letzten Monaten. Hör zu, ich weiß nicht, ob da jetzt akut was ist. Ich sag nur, dass ich vermute, dass es Ärger geben wird und dass es schon einen Grund gibt, weshalb mir diese Infos zugekommen lassen wurden. Ich weiß nicht. Es könnte vielleicht sein, dass da irgendwas ist. Vielleicht sind die auch aufgeflogen oder haben den Konzern da zu viel Ärger bereitet. Aber ich sag mal, die Informationen, also diese ganzen Sachen zusammen ergeben schon irgendwie ein Bild. Ich würde nicht ausschließen, dass die Warrior irgendwann in der nächsten Zeit irgendwann mal anfängt, völlig auszurasten oder irgendwelche komischen Quersachen plant oder wie oft nicht plant, ich weiß es nicht. Ich denke nur, dass wir das zumindest im Hinterkopf halten sollten. Gut, ich fahre jetzt ins Ghetto. Du kannst das den anderen schön in der Kapelle alles erklären. Wir können damit jetzt eh nichts machen, wir können nur die Fresse halten. Natürlich können wir nur die Fresse halten, aber es ist zumindest wichtig, das irgendwie im Hinterkopf zu haben. Und zwar richtig feste zu. So, wer wissen jetzt schon davon? Bis jetzt nur Kaban. Wieso wisst ihr denn schon wieder davon? Weil er diesen Typen auch kennt und ich, weil er in Verbindung mit diesem, mit den Möglichkeiten an die Infos ranzukommen, da brauchte ich jemanden und er war der Einzige, der den Typen kannte. Na gut, die anderen Prozis müssen davon nicht wissen. Nee, weil ich ihn brauchte, um den scheiß Code zu knacken. Den? Junge, Junge, Junge. Jude, bleib dabei, den kannst du mitnehmen, der Rest bleibt draußen. Jo. Gut. Er steht auf, geht raus, kommt an Kaban vorbei. Junge, 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 Alter, bei dir an der Birne, da hast du auch richtig Platz, oder was? Das ist überhaupt nicht in den Schnaps reingeflossen, was ich hier so höre. Da müssen wir irgendwann am nächsten Tag nochmal nachgießen. Nicht so schnell. Was? Nee, du hast jetzt einen Grundpegel geschaffen, mein Freund. Den müssen wir jetzt, aber das wird sonst nur schlecht, wenn das es nicht aufrechterhält. Da muss immer was oben rein. Nee, wovon redest du überhaupt? Ist schon gut, Männer. Ich dachte nur, du bist ein bisschen blöder oder so. Keine Ahnung. Danke. Sehr gut. So. Jo, dann fährt er los. Jojo holt die Leute in die Kapelle und gibt ein Update. Inklusive mir? Ja. Juhu, ich dachte so häufig in die Kapelle in letzter Zeit. Wupp, wupp. Au. Dabei habe ich, genau, da habe ich gleich mal eine Frage. Und zwar, die Leute sind ja ab und zu, das vergesse ich auch manchmal, die haben ja nicht nur das Gang-Tattoo, die haben ja auch irgendwelchen anderen Shit, ne? Jetzt nicht so wie Jojo, auch manchmal den Standard-Biker-Kram, aber so allgemein. Wenn du mal wieder ein bisschen was getrunken hättest, nur so ein bisschen was, und er sagt, dann mal, Kaban, wollen wir dich eigentlich auch nochmal irgendwie tätowieren? Was würdest du da eigentlich sagen? Also natürlich Nano-Shit, den man ausmachen kann. Gut. Dann, warum nicht? Wenn es was Vernünftiges ist. Na, sag mal, du müsstest dich halt schon überraschen lassen. Es ist Nano, das kann ich verändern. Richtig? Na, du kannst es aus- und anmachen. Und die Farben wechseln. Und du kannst es dir auch relativ problemlos wieder entfernen lassen. Aber das ist natürlich ein Affront. Es sind Sauftattoos, die muss es geben. Gerade Kaban ist doch so jemand, der kann auch mal ein Sauftattoo vertragen. Jojo hat auch sowas. Ich sag mal, nicht jedes Tattoo, was so die Leute haben, ist hundertprozentig akkurat. Oder manche Tattoos ergeben gute Geschichten. Okay. Klar, ich mir eine Vagina auf den Penis tätowieren lassen. Was willst du denn? Ich frag ja nur, wie das so wäre. Ich würde nämlich bei Kaban auf dem Rücken so ein richtig schönes comicartiges Schweinsgesicht mit einer Granate im Mund sehen, das zwinkert.
Ich finde diese Idee herausragend gut. Spielleiter, du darfst dir ein Edge zurückgeben. Ist das, ich darf dir eins abziehen? Das ist ja ungefähr dasselbe. Nur nicht ganz so groß und eine andere Position. Okay. Auf den Arsch? Nee, Arm. Nice. Oben, unten, innen, außen? Unterarm. Und zwar unten, drunter. Siehst du, so ein Schwein und dann noch, das sieht doch richtig gut aus, und dann noch mit einer schönen Granate im Mund. Das gefällt mir. Sehr gut. Jetzt habe ich mal wieder abgelenkt. Jojo klärt die Leute auf. Die sind so mittelmäßig begeistert. Es geht ja auch nicht darum, dass sie begeistert sein sollen, sondern nur, dass sie es zur Kenntnis nehmen. Das ist ja okay, aber die sind halt unzufrieden. Darf man ja auch mal sein. Jojo ist auch unzufrieden mit der Situation. Aber vermutlich wird dann nicht mehr so viel drüber geredet, weil man nicht verquatschen und so, weißt du. Da am besten gar nicht drüber quatschen. Ja. Ja, viel mehr wird dann nicht mehr sein. Das ist ja nicht mehr viel. Ja. Okay. Ansonsten wartet Jojo noch auf die Infos, die sie vom Kalifen bekommt. Ja, das würde ja bedeuten, ich hätte diese Info schon parat. Ach so. Der junge Mann ist ja vorbereitet. Nächsten Montag bin ich richtig vorbereitet, ja. Aber wir spielen nächsten Monat doch gar nicht. Montag. Ach so, war da was? Spielen wir da nicht erst Donnerstag? Nee, da quatschen wir ja mit Dings hier. Ach so, dann spielen wir also doch. Ja. Okay. Schon, ja. Ja, müssten wir. Ich weiß nur nicht, ob ich bis 8 Uhr zu Hause bin. Ach nee, scheiße, das ist ja... Ist Feiertag. Nee, scheiße, da geht es noch nicht. Das nächste Mal bin ich auf jeden Fall vorbereitet. Dann bin ich auf jeden Fall noch nicht zu Hause. Okay. Ja, müssen wir mal... Auf jeden Fall das nächste Mal bin ich dann vorbereitet. Achso, Deli, ich hätte jetzt gerne noch von dir, und die darfst du edgen, wenn du möchtest, eine ausgedehnte Selbstbeherrschungsprobe. Eine ausgedehnte Selbstbeherrschungsprobe. Nicht mit abnehmendem Pool. Na, ein Edge hat er noch. Du brauchst 8. Was sind denn meine Selbstbeherrschungswürfel? Dasselbe wie immer, Charisma und Willenskraft. Genau. Oha, ich brauche 8 Erfolge. Läuft doch. 4-mal. Alter, insane. Aber wirklich, danke. Alter, der Junge ist komplett ausgerastet. Alter, was ist hier los? Das hab ich mir auch gedacht. Sag mal so, also nach der letzten Klatsche ist das mit dem Zusammenreißen offenbar ja auch nicht mehr so das Problem. Zumindest mal so 3, 3,5, 4 Wochen. Und danach wirst du über die Interaktion mitbekommen, dass alles viel entspannter wird und du mit den Leuten viel mehr rumalbern kannst und so. Dass du jetzt auch mehr Verantwortung übertragen kriegst und so weiter. Und allgemein es entspannter wird. Nope, cool. Sehr gut. Der schlimmste Teil scheint vorüber. Haben die sich so gedacht? Na, warte mal, für dich der schlimmste Teil. Ach so? Ja. Da bin ich ja schon fast begeistert. Ach so, diesen Monat, den müssten wir jetzt theoretisch springen, sonst wird das nur in einem Fiasko enden. Wir springen diesen Monat.
aber was ist mit meinen Infos? Die verzögern sich. Ein Monat? Willst du ordentliche Arbeit oder willst du Arbeit, also der wird sich zwischendurch melden und sagen, ja, wir können jetzt die Hauruck-Methode anwenden, dann hast du die Infos morgen, aber dann weißt du ja, dass wir das wollten und das weißt du, ob das so geil ist. Oder wir machen das sanft und zärtlich und das dauert ein bisschen. Na gut, da Vlad auch sagt, dass es nicht dringt, er will es nicht sofort wissen. Und sie geben dir einen Preisnachlass von 400 Nuyen dafür. Von 10%. Krass, ne? Ja. Sag mal, der Preisnachlass ist verhältnismäßig schlecht, aber wenn sie mir dafür garantieren können, dass niemand rauskriegt, dass sie da gesucht haben, ist das okay. Es ist auch in ihrem Interesse, sag ich mal. Na gut. Das passt mir einfach besser so, das ist schon okay. Ja, ja, du willst der Woche jetzt nur noch Zeit geben zum Köcheln, bis der Topf irgendwann explodiert. Ich weiß überhaupt nicht, von welcher Worry du redest. Das sind alles deine Annahmen. Ja, sind es. Hallo? Ich meine, erst kaschen die Kaban, dann irgendwie... Die haben Kaban nicht gekascht. Die haben sich um den Typen gekümmert, der Kaban gekascht hat. Ja, ja, ja. Das war schon sehr dubios, was da abgelaufen ist. Es gibt keinen Grund, der Worry zu misstrauen. Gab es nie. Bei dem Hass, den du immer auf den besten aller Megacons schiebst, ist es doch eigentlich so, wenn dieser Megacon sich jetzt bösartig um die Worry kümmert oder um die angenommenen Leute dort, müsstest du doch eigentlich die Worry wieder viel mehr lieben. Wieso hasse ich diesen Megacon? Tu nicht so. Ich weiß, dass du sie wirklich nicht leiden kannst. Völlig ungerechtfertigt. Das habe ich nie gesagt. Ich würde so gerne ein paar Zitate jetzt rauskramen, aber ich bin viel zu faul. Ich erkenne Horizon an. Ich sage nur, dass du sie ab und zu sehr glorifizierst. Man kann Horizon nicht genug glorifizieren. Doch, das kann man. Jo, dann machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Ich beende mal die Aufnahme. Das ist ja schon wieder Kitzerei gewesen gerade eben. Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. So, meine kleinen Traumzaubermäuschen. Ich habe das ja fälschlicherweise schon letztes Mal irgendwie quasi gespoilert, dass jetzt hier diese Probe kam, wo es darum ging, wie gut Kava sich zusammenreißen kann. Und bla, ne, habe ich ja alles schon gesagt, Teddy muss ja auch nicht jeden Montag kommen und sich übelst zusammenreißen. Da muss man ja auch in Stimmung sein und da tippt dafür eine Wochenstart, was weiß ich. Bla, passt alles. Was viel wichtiger ist, ist doch, dass anders. Wir haben uns ja schon auch gefragt, okay, jetzt in den letzten fast zwei Jahren, hat sich ja doch unser Rundenstil etwas verändert. Weil, hier mehr Dark und weniger Party und so. Deswegen hoffe ich doch, dass das heute nochmal dieses Zurück zu den Wurzeln ganz gut angekommen ist. Einfach weil Saufen, Met und Kacke, beziehungsweise darin wühlen, da war aber alles dabei, das war ja wohl wie früher. Das muss ja geradezu eine Nostalgie ausgelöst haben in keinem. Das ist ja unglaublich. Nö.
Ach ja, und irgendjemand, der sich aus obskuren Gründen über eine Kloschüssel beugt. Das ist ja wirklich genau wie früher. Geil, wa? So kann's doch weiter... Naja, so wird's aber nicht weitergehen. Aber es könnte. Nicht? Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite of the Green Forest und von The Cheesemans mit Cheeseman und Peace Garage. Das ist aller rechter Scheiß. Videobeschreibung. Und das Bild ist von Evo Team mit Doomsday. Genau. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Mills Bros.